Ja, hallöchen, Freunde. Willkommen zu einer neuen Folge Star Citizen. Und ja, wir haben was Neues. Es gibt einen riesen Hype um ein Schiff, was jetzt erscheint. Und zwar die Drake Corsair. Und die ist jetzt hier auf dem TTU und wir haben sie im Hangar stehen. Und wir gucken uns, würde ich sagen, die einfach mal an. So. Also, wir gehen da mal hin und gucken mal. Da steht das gute Teilchen. So sieht sie aus. Es wird ein riesen Hype um das Schiff gemacht. Ich gehen mal ein bisschen weiter weg. Was mir aufgefallen ist, ist das erste, sie steht ziemlich tief. Also da müsst ihr auch immer eine ebene Plattform haben, sonst habt ihr die Triebwerke da ziemlich weit unten stehen. Ich meine, detailliert ist sie ja. Kann man ja nicht sagen, wenn man sich die Texturen hier anguckt. Schon cool hier, die ganzen Triebwerke. Na, so die Verarbeitung und so ist schon cool gemacht, aber es ist ein Schiff, so wie viele andere auch Schiffe haben. Aber wenn man so auf die Details guckt, ich guck mal jetzt hier so, da, warum ist denn das? Ah, weil, ach so, ich verstehe, okay. Also, die hat ja so ausklappbare Flügel. Die kann man natürlich, die sind lang, ne, guck mal. Langes Schiff, ziemlich lang, wir gehen auch gleich rein. Das Gute an dem Schiff sind die Waffen. Die hat wohl von Haus aus schon sehr starke Waffen. Auch hier in den Geschütztürmen. Die hat 8 Raketen. Und die hat sehr gute Repeater. Die sind schon nicht ohne. Also Wumms macht die schon ganz gut. Und die hat auch eine sehr gute, ein sehr gutes Schutzschild. Ich hatte heute Vormittag schon mal das Vergnügen gehabt. Da hat man auf mich geschossen, ohne Ende. Aber sie hat überlebt. Muss man wirklich sagen, sie hat überlebt. Ein Flügel weniger oder so, aber sie hat es durchgehalten. Ich bin nicht explodiert. Obwohl die Cutlass alles auf mich gejagt hat, alles. Also die ist sehr, sehr stark. Aber ich hatte den Fehler gemacht, ich hatte die Flügel noch nicht runtergemacht. Das macht er mit Alt-K. Also K könnt ihr die, hier die, Dingenstriebwerke ja, umsetzen. Nach unten und nach oben. Und mit Alt-K könnt ihr dann die Flügel klappen. So, wir gehen mal rein. Also ich finde so, naja, wir gucken mal. Ich finde, sie sieht ein bisschen groß, breit, schwer aus. Also zum, oh, guck mal da. Dampft schon. Zum Kämpfen, ja, aber ich denke mal nicht so als Angriffsjäger oder als Fighter. Sie hat einen großen Laderaum hier. Da kriegt man schon so ein bisschen was rein. Allerdings auch kein Nova-Tank, denke ich mal. Weiß ich jetzt nicht. So, warte mal. Der PTU macht hier so ein bisschen komische Probleme. Ihr habt hier noch außen. Ah, das zeige ich euch noch eben. Guck mal. Habt ihr hier noch die ganzen Knöpfies? Ihr habt einmal für die Tür hier. Da. Und auf der anderen Seite dasselbe auch. Also in einer angenehmen Höhe, wo ihr euch nicht nach oben oder nach unten, sondern könnt es schön hier auf und zu machen. Das mache ich mal. Bam. Und die macht Krach. Die macht richtig gut Krach. So, dann haben wir hier vorne noch oben wo was. Mal gerade. Ne, hier nicht. Da. Hier haben wir noch ein Knöpfchen. Da haben wir nämlich einen Fahrstuhl. Kann ich nochmal rufen. Und dieser Fahrstuhl, der wird mit Hebeln betrieben. Aber da kommen wir gleich zu. Ich fahre den erstmal wieder hoch. Ich hoffe, das geht hier mit überhaupt. Ah ja.
machen wir es anders. Dann fahren wir den damit hoch. Ja, geht. Also Fahrstuhl ist immer cool, wenn er... Okay. Das Ding müsste aber sich eigentlich ja auch noch schließen. Hm. Tut es aber nicht. Okay. Vielleicht kommt das noch... Es ist ja noch erstmal vorab, ne? Wir können uns das erstmal angucken. Das ist schon mal viel wert. So, ich mache nochmal hier auf. Ach, ne? Bom, bom, bom. So, dann gucken wir nochmal hier, ob wir hier noch irgendwas haben. Weil ich weiß, die hat auch irgendwo einen Stutzen. Den finde ich jetzt noch nicht. Irgendwo hat die einen Stutzen. Aber ich finde ihn nicht. Vorne, hinten, Mitte. Haben wir denn da Ramp als Elevator? Irgendwo hat die einen Tankstutzen. Da könnte er die dann fremd betanken. Aber das hier mit dem Aufzug ist doof. Ich fahre den mal. Hier ist das Trieb. Ach, der Fahrwerk. Oh, die Fahrgestelle, sagen wir mal eher. Jetzt gucke ich mal eben, wo denn dieser Stutzen ist hier. Da ist er. Zack. Und da könnt ihr die dann fremd betanken. Seht ihr das? Damit dann das Tankschiff kommt. Oder beziehungsweise ihr könnt das vielleicht auch in anderen Schiffen, wenn ihr auf anderen Schiffen Liberator oder so, dann könnt ihr den Tankschlauch da anschließen. Genau. So, wir gehen mal rein. Von der Größe her. Klein ist es ja nicht, ne? Ach, jetzt ist er, glaube ich, zugegangen, der Aufzug. So, die Tür machen wir hiermit zu. Damit. Und das Witzige ist, open, close, locked, Flutlight. Ihr habt also auch Flutlicht hier dran. Das heißt, wenn ihr im Dunkeln seid, habt ihr auf jeden Fall immer eine Leuchte, wie ihr das hier sehen könnt, wie ihr reinfahrt. Das ist schon mal cool. So, dann können wir hier das Raumlicht anmachen. Auch nice. Und wir können natürlich hier noch die Tür schließen. Bam. Und dann ist es zu. Flutlight können wir mal ausmachen. Wir sind jetzt drin. Boah, also vom Platz her würde ich sagen, da geht schon was, ne? Das sieht schon, sag ich mal, von der Optik her. Ihr habt ja den Powerplant. Ihr habt ja den Kühler. Schiffskühler. Und ihr habt den Schildgenerator. Also wenn ihr mal was reparieren müsst später, wenn das Gameplay reinkommt, dann kann man das alles hier machen. Und hier haben wir halt, kann man auch alles schön reparieren. Ist schön, ordentlich dran zu kommen, ne? Dass die Leitungen so offen sind. Mhm, okay. Elektrik kann man auch. So, hier haben wir es auch wieder. Ich mache das Licht mal aus hier. Zack. Und öffne mal die Tür. Oder schließe die Tür. Okay. Und ich kann sie sogar auf Locked stellen. Das heißt, dann würde keiner mehr rauskommen. Wenn da jemand drinne wäre. So, hier haben wir den die Technik, den Gravitationsgenerator, auch sehr wichtig. Ich weiß gar nicht, kann man hier irgendwas mitmachen? Open.
Wahrscheinlich kann ich den aufmachen, wenn ich... So, dann kommen wir hier in einen Bereich. Moment, ich mache Licht an. Moment. Das ist die Messe. Na, kennt ihr ja vom U-Boot oder auch von anderen Kampfsachen. Küche. Alles, was man braucht. Und hier könnt ihr euch schön hinsetzen. 1, 2, 3 für 6 Leute. Ist hier Platz. Hier habt ihr die Quartiere. Hm, können wir auch mal eben aufmachen. Einfach gehalten. Ich mach mal das Licht an. Ach so, das ist von hier. Okay. Gibt's denn hier kein Licht? Doch. Hier habt ihr das Quartier. Hier habt ihr den Schrank oder Waffen, wo ihr alles reinpacken könnt. Ja, hier habt ihr euer Bett. Wer braucht mehr, ne? Wenn ihr auf Toilette müsst, warte, ich mach Licht wieder aus. Wenn ihr auf Toilette müsst, die gibt es ein bisschen weiter, nämlich hier. Eine Toilette für 6 Mann. Naja. Können wir mal Licht anmachen. Zack. Dusche. Alles drinne. Mit dieser Lösung kann man... Oh nein, ich wollte doch gar nicht. Ich wollte doch gar nicht mich da hinsetzen. Ach Leute. Komme ich jetzt hier wieder raus? Ja, ein Glück. Ich habe auch schon mal in einem Schiff, was neu war, gesessen und kam nicht mehr weg. Okay, Licht wieder aus. Das ist schön mit dem Licht, finde ich cool. Okay, dann können wir hier wieder zumachen. Auch hier kann man es einschließen. Frage ist, wenn er da drin ist, kann er auch locken und entlocken. Und was hier ist der Aufzug. Den wir gerade schon gesehen haben. Und nach unten habt ihr ja gesehen. Jetzt können wir aber auch nach oben. Pass mal auf. Dann kommt ihr nämlich hier oben aufs Dach. Ist vielleicht jetzt im Moment noch nicht so interessant. Aber... wenn das Cargo-Gameplay reinkommt mit Beladen oder mit Reparaturen oder sowas, dann kann man natürlich hier oben auch die Reparaturen durchführen oder Salvaging, wenn man kann hier die Hülle reparieren, ne, solche Sachen. Cargo wohl weniger, aber hier zum Reparieren und um nach oben zu kommen, ich weiß gar nicht, wir müssen mal ausprobieren, ob man hier auch mit einem anderen Schiff landen könnte, theoretisch. Dann könnte man dann hier so ein kleines Schiff oben. Ich weiß nur nicht, ob es geht. So, wir wollen wieder in die Messe. So, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier so einen Zwischengang. Hier haben wir nochmal die beiden Turrets. Geschütztürme. Beide Seiten und sie sind richtig fett. Mache ich jetzt auch mal nicht. Auch hier können wir das Licht anmachen. Zack. Schon cool mit dem Licht, ne? Dann geht's hier weiter. Hier haben wir noch einen Raum. Und hier ist, denke ich mal, des Captains Kabine. Damit er auch schnell mal hier an der Brücke ist. Ja. Kommt dann natürlich auch an die ganzen Gerätschaften dran. Storage. Und. Machen wir hier die Tür zu. Zack. Tipp, 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 tipp. Mal zumachen. Patsch. So. Dann wollen wir mal rausfliegen, würde ich sagen. Wir sind im Moment auf Port Tressler. Und gucken mal, wie sich das Schiff so verhält. Starten erstmal
So, von der Optik her sieht es schon mal sehr kompakt aus hier. Nicht zu vergessen, der kleine Ventilator da. Übersichtsmäßig hat man eigentlich auch eine sehr gute Sicht. Ich guck mal hier, wartet. Glock. Na. Mach mal auf hier. Und dann fliegen wir mal ein bisschen nach New Babbage runter. Können wir mal ein bisschen umgucken, wie es so ist. Also von außen sieht, es ist recht hoch, wenn man das jetzt hier so betrachtet, ne? Also man kann jetzt nicht sagen, wir gehen jetzt erstmal einen Meter nach oben. Das wird schon eng da oben. Lass mal die Türen komplett aufgehen. Ein Stückchen kann man aber auch hoch. So. Fahrwerk, wenn man das sieht, ist nicht viel, ne? Es ist wirklich nicht viel. Oh, dann wollen wir mal langsam nach draußen gleiten. Bewege ich mich extra nicht. Also es ist sehr eng. Zumindest bei den Hangern, wenn man nach vorne raus muss. Ne? Wenn man jetzt nach oben, wäre ja kein Problem. Also jetzt in Microtech oder so nach oben weg, wäre auch kein Problem. Oder in Area 18. Aber hier ist es dann doch ein bisschen enger. So. Da ist das gute Stück. Die Drake Corsair. Oder Corsair. Corsair. Corsair, ne? Corsair. So sieht sie aus. Und wie gesagt, mit Alt-K könnt ihr die Flügel umklappen. Also ihr macht das nicht, indem ihr das Fahrwerk einfahrt, sondern jetzt habt ihr die Flügel umgeklappt. Mit K könnt ihr nur die VTOLs umstellen, seht ihr? Auf, wenn ihr aufwärts oder halt im Flugmodus seid. Ich gehe mal in das Cockpit wieder. Wir wollen ja nach New Babbage. Thank you and please visit again. Oder wir können ja mal gucken, hier ein bisschen fliegen. Damit wir mal sehen, wie es jetzt so reagiert. Also so in der Drehung ist es sehr schwerfällig. Also ich glaube nicht, dass es gut ist, um schnelle Kämpfe zu machen. Weil wenn man das sieht, sehr schwerfällig. Also ich glaube, die Funktion dieses Schiffes liegt nicht in seinem Raumkampf. Auch wenn es sehr gut gepanzert ist, beziehungsweise auch sehr gute Waffen hat. So, die Waffen schieße ich mal. Schieß mal. Habt ihr die vier? Und hier links habt ihr auch noch. Ich zeige euch das mal hier. Raketen haben wir 8 Stück, seht ihr rechts. Sind auch nicht die kleinsten Raketen. So, dann gucken wir nochmal wegen New Babbage. Hat der das jetzt weggenommen? Jo. War weggeschaltet. War nicht schlecht. Fliegen wir mal runter nach New Babbage. Also ich habe es mir, sag ich mal, nicht gekauft. Ich habe es wahrscheinlich, da ist New Babbage. Ich habe es wahrscheinlich im Hangar, weil ich ein anderes Schiff hatte und das als Ersatz gekriegt habe. So, ab geht's. Ja, wir können ja mal gucken, wie sich so verhält. Also das war jetzt die Schwerfälligkeit hier oben im Weltall. Die ist ja sehr schwer. Also. Aber ich meine, man wollte auch erwarten. Ne? Guckt euch das Schiff an. Wenn die jetzt so windig wäre, dann wäre sie nicht so lang. Ne?
So. Dann gehen wir mal runter. Ist ja gerade Tag. Natürlich seid ihr mit dem Schiff wieder allen möglichen Leuten ausgesetzt, die natürlich meinen, nur das und das Schiff ist besser und die euch dann erstmal torpedieren, bombardieren und ich weiß nicht. So habe ich es zumindest schon festgestellt. Ich bin mit dem Schiff heute schon geflogen und war sofort bam, bam, bam. Ne? Dabei wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte einfach nur ein bisschen durch die Gegend cruisen. Aber das könnt ihr mit der Drake hier nicht. Sobald die einer sieht, wird die angegriffen. Ihr habt natürlich zwei Geschütztürme besetzt. Ihr habt den Piloten und ihr habt den Co-Piloten. Also vier Leute. Und dann habt ihr immer noch eine Reservemannschaft. Da ist auch noch ein Schiff. Was haben wir denn da? Ja, wir können ja mal da oben auf den Turm fliegen. Das können wir ja mal machen. Zu Jack seinem Bildnis und dann gucken wir uns das Schiff nochmal so ein bisschen von außen an. Wenn ihr jetzt das Fahrwerk ausfahrt, dann fahren die Flügel automatisch ein. Zeige ich euch auch noch mal. Muss mal gerade gucken, wo das Bildnis noch mal war. Hier haben wir den Turm. Ich glaube, das ist noch dahinter gewesen. Ne? Ist von der Seite immer schwer zu erkennen. Man ja zwei gleiche Türme eigentlich. Oder war es hier das? Nö. Nee, müsste eigentlich noch dahinter sein. Ich guck mal hin. Ein bisschen von hier sehen. Nee. Ich habe mich letzte Mal orientiert, indem ich indem ich mich halt auf das Dingens konzentriert habe, auf den großen Tower. So, dann schauen wir mal. Wo haben wir die beiden Türmchen? Oder war es doch das hier? Aber nicht. Wir gucken mal. Der große Tower ist da. Das könnte doch, ne? Oder? Ne, noch ein Stück weiter rüber. Er hier drüben. Dann mal die zwei Türmchen. Das müsste es sein, ja. Das? Da lande ich jetzt mal. Und pass auf, wenn ich jetzt das Fahrwerk ausfahre, gehen die Flügel für alle die, die es vergessen, rein. Oder werden zusammengefahren. Also im Stehen könnte die Flügel nicht ausfahren. Ist vielleicht ganz praktisch, weil wenn er mal überlegt, aber es ist sehr schwerfällig. So.
Zack. Da steht's. Ein Riesenhype wird um das Schiff gemacht. Aber wenn ihr jetzt mal guckt, ne, diese die Füße, wie niedrig die sind. Jetzt bin ich ja doch mal versucht. Was denn jetzt? Ich fahre die Fahrwerke mal ein, gehen die Flügel dann noch wieder raus? Ne, die gehen nicht raus, seht ihr? Die müsst ihr dann immer mit Alt-K wieder ausfahren. Ausprobieren. Ich meine, so von dem Abgasstrahl sieht das schon Bombe aus, ne? Aber ich will mal gucken, inwiefern dieses Schiff der Untergrund mal nicht so ist, wie er sein soll. Trotzdem gut landen können. Gehen wir mal hier hinten so ein bisschen rüber. Und man sieht nach unten kaum was, ne? Da haben wir noch eine Corsair. Wahrscheinlich testet derjenige das auch gerade. So, pass auf, wir gehen jetzt mal auf so einen Hügel hier drauf. Und dann gucken wir mal, wie die darauf reagiert. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, wenn der Untergrund nicht gerade ist. So, machen wir das Fahrwerk mal aus. Geht doch schon ziemlich runter. Gut, jetzt ist hier noch ein bisschen Platz. Aber ist schon heftig, oder? Ich jetzt mal darüber gehen ein bisschen. Gut, hier passt es jetzt auch. Naja, gut, vielleicht male ich auch alles nur noch schwarz, keine Ahnung. Aber mir gefällt es halt von der Form nicht, aber das ist halt Geschmackssache. Ich meine, wenn sie stark ist, okay. Ist natürlich nicht schlecht, aber ich finde es auch doof, dass sie dann immer die Flügel wieder ausfahren muss. Das ist nicht automatisch, also. Ich meine, der Sinn ist okay. Da kann die dann halt nicht kaputt gehen. So, Fahrwerk wieder raus. Ah, die landet schon wie so ein Brett, ne? Ah, gut, es würde funktionieren. Ich weiß gar nicht, geht das überhaupt? Ja, ihr könnt die Flügel auch so ausfahren. Das würde auch gehen, seht ihr? Aber, da seht ihr selbst, da geht die voll in den Boden. Also, das macht keinen Sinn. Zum Glück glitscht die nicht oder pitcht die nicht oder macht die Funken oder so. Ja, Freunde, das war die Drake Corsair. Einzige, was ich nochmal machen könnte, ich könnte nochmal nach Port Wessler hoch. Und könnte mal einmal die Geschwindigkeit fliegen. Okay.
bin ich vorm Schiff. So müsste ich das eigentlich haben. Dim, 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 dim. So, wo haben wir denn? Und Whistler müssen wir aus der Atmosphäre erstmal raus. Gucken mal, wie schnell das geht. Wenn wir nach oben ziehen. Ah, die ist sehr schwerfällig. Seht ihr hier auch wieder, ne? Kommt ja kaum auf Speed. Also wenn ihr da andere Schiffe nehmt, wow. Selbst in der Atmosphäre. Also das schnellste Schiff ist es nicht. Definitiv nicht. Dieser blöde Bug, ne. Und sie glitscht so ein bisschen, ne? Seht ihr so? Sie hängt so nach, aber liegt wahrscheinlich eher an mir. Ist noch weiter hoch. Bin erst bei 4000. Dann kann ich mal oben so einen kleinen Flug machen. Und mal gucken, was die uns Max Speed gibt. Also optisch, sag ich mal, sieht die ganz nice aus. Aber ich finde, sie ist sehr schwerfällig. Also für Raumkämpfe nicht unbedingt zu empfehlen. Da seid ihr, glaube ich, mit anderen Jägern viel besser dran. So, dann müsst ihr ja jetzt bei 11.000, da ist er. Zack. Zack. So, dann machen wir mal hier so ein bisschen... Gas. Fliegen einfach mal ein bisschen. Guck mal, was die so bringt. Im vollen Speed. ...950. Ich glaube, die Freelancer, die ist noch schneller. Die hat richtig Power. Naja. Drake Corsair. Ja. So, dann drehe ich mich mal wieder der Raumstation zu. Ui, was war das? Bin ich hier umgegen gestoßen? Hallo? War da irgendeiner? Hab ich da einer geramst? Oder was war das jetzt? Ich wollte eigentlich zur Raumstation. Aber wir fliegen mal nicht so schnell. Ist mal schwierig, dann den Speed wieder runterzunehmen. Wir gucken mal, wie sie sich jetzt hier verhält, wenn man so im Anflug ist. Rein. Also raus haben wir ja jetzt gesehen. Mal gucken mal, wie das mit dem Einlagern ist oder mit dem Anfliegen ist. Stelle ich mir schwierig vor mit den großen Flügeln. Schauen wir mal. Also mal eben da irgendwo reinzufliegen, ich denke mal, das wird problematisch. Na, wir müssen ja erstmal auf 9 Kilometer ran sein, damit wir die Freigabe holen können. So, mal ein bisschen Speed weg. Da ist ich schon.
proceed to assigned landing bay. Das Einzige, was ich noch mal eben machen wollte. Wir hatten ja so einen Schwerelosgenerator. Und vorhin war das Schiff ja in der Halle, war es ja aus. Jetzt möchte ich mal gerne gucken, ob wir da jetzt was mitmachen können. Ne. Die Funktion ist noch nicht drin. Also Gravity Generator, wo wir hier künstliche... ihr wisst, was ich meine. Die Schwerkraft einfach wegnehmen können. Weil halt irgendwelche Störungen sind oder was auch immer. Irgendwelche Tribbles an Bord. Ha. Oder sowas in der Art. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja. So, dann wollen wir mal gucken, wie sie sich beim Landen verhält. Da haben wir noch eine Corsair. Ja, ist klar. Da will jetzt jeder mit fliegen. Okay. Den Speed wollte sie nicht annehmen. Stell mir das jetzt auch schwierig vor, wenn wir müssen jetzt in den inneren Ring. So, wir gucken uns das mal von außen an. Da müsst ihr echt schon manövrieren können, ne? Nicht mal eben so mit den beiden Flügeln, ne? Das Dumme ist, man sieht das ja nur aus der Ego-Perspektive, wo wir hin müssen. Flieg mal hier drunter her. Naja, gut, es geht. Es geht. Wo ist denn unser? Da. Da müssen wir hin. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir die Flügel einfahren. Fahrwerk ausfahren. Jetzt wird es interessant, Freunde. Das wird jetzt eine ganz knappe Geschichte, könnte ich mir vorstellen. Vorher haben wir ja auf dem Pad gelandet. Sind wir auf dem Pad gelandet? Na, das ist schon wieder zu hoch, ne? So. Müsste echt ziemlich weit runter gehen, damit er da reinkommt. Schon krass. Nun denn. Gelandet. Incomplete. Have a pleasant stay. So, wenn wir nochmal den Aufzug benutzen nach unten. Also es reicht, wenn ihr hier an die Tür dran geht. Ah, jetzt habe ich keinen Geschützturm benutzt, ne? Hätten wir vielleicht auch mal machen können, aber ihr kennt ja Geschützturm. So. Links ist aufs Dach und rechts ist Ausgang. So, und wenn ich den jetzt wieder nach oben fahren lasse, müsste der eigentlich zugehen. Das ist sie. Das ist die Drake Corsair, Freunde. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert den Kanal. Da kommt immer mal wieder was von Star Citizen. Und ja, ich sag mal, bis zur Messe spätestens. Bis zur IAE oder halt, wenn noch so irgendwas ist. Ne? Bis dahin erstmal. Ciao, ciao.